Hi, weiter geht's bei Limitless. Heute vermutlich einer der letzten Folgen, wenn nicht sogar die letzte Folge. Deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Aber jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum denn schon die letzte Folge? Und vielen ist es vielleicht schon aufgefallen, aber das Modpack ist zwar geil und auch das, was wir hier geschaffen haben mit alle Mann und alle Frauen, ist auch schon sehr cool geworden, aber es macht immer weniger Spaß, weil man nicht mehr weg kann. Also man kann nicht mehr unterwegs sein. Ich glaube, ich habe für das Stück hier 15 Minuten gebraucht, nur um dahin zu fliegen, weil die Welt sich einfach nicht aufbaut, weil eine bestimmte, ja, ich glaube, die Custom World mit dem Modpack, was glaube ich nicht so geil optimiert ist, funktioniert einfach nicht zusammen. Deswegen ist das halt ein bisschen schade. Aber Link zu dieser wunderschönen Welt findet ihr in der Videobeschreibung. Und falls das nicht mehr in der Videobeschreibung ist, dann braucht ihr quasi Zugang zum alten Map-Archiv. Das ist allerdings allen Mitgliedern vorenthalten. Das ist quasi nachdem, oh, da ist er fertig gecraftet. Nachdem das Projekt quasi ausgelaufen ist, ist die Map für alle zugänglich. Aber wenn es dann halt in, keine Ahnung, in ein paar Monaten ist, dann kann es sein, dass die ins Map-Archiv rutscht und dann kriegt ihr da den Zugang über den Mitgliedsstatus. Link dazu auch in der Videobeschreibung. So, nochmal ganz kurz dazu. Da sind übrigens auch alle Maps drin von Singleplayer-Maps. Novus ist da drin. Hero-Map weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall relativ viele Maps, so alles, was man so kennt. Aber bevor wir da sind, machen wir jetzt nochmal ein paar Sachen. Ich habe gerade einen Provider gebaut. Folgender Hintergrund. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir bauen wollen. Zum einen den Anti-Protonic Nuclear Synthesizer. Standard eigentlich. Warum ist denn hier kein Pluszeichen? Warte, wir machen das anders. Ja. Jo. Genau, der oder das Gravitational Modulation Unit ist dafür da, dass man fliegen kann mit der Mechanismusrüstung. Und das ist quasi... Oh Mist, wo sind denn die Dinger? Wo sind denn... Wie hießen die? Aloy. Ah ja, ich sollte vielleicht mal unten die Maschine ausmachen, oder? 105, los geht's. Ah. Oh. Der hier ist übrigens jetzt auf maximale Stufe angestiegen. Der macht gerade 400.000 FE. Der macht 400.000 FE. Und den könnte man auch noch ein bisschen höher setzen. Aber dann ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann der jetzt explodieren oder nicht? Den habe ich schon geschrieben. Hier ist alles voll. Da ist alles drin. Ich glaube, der verbraucht das immer instant. Aber das Geile ist, genau, der macht jetzt 400.000. Alles, was der produziert, geht sofort in diesen Phase-Shifter. Und das Gute ist, dadurch, dass der nicht ausgegangen ist, weil unsere Energie ausläuft, das hatten wir ja letztes Mal, ballert er einfach die ganze Zeit durch. Dann bin ich noch hergegangen und habe hier quasi die Heater hochgeschraubt auf 400 FE. Kann man halt einstellen, 350. Das ist quasi, wie heiß die Dinger werden. Und je heißer die sind, desto schneller ist die Burn-Rate hier drin, beziehungsweise die Wandlungsrate. Also der macht jetzt 240 Millibucket pro Tick. Der wandelt das direkt mit um. Das wird im Rotary Concentrator, also Lithium wird dann einmal zu flüssigem oder zu gasförmigem Liquid. Und das sieht jetzt so aus. Es wird langsam weniger, aber es reicht noch, um den Reaktor zu betreiben. So, und wir haben auch genug Pellets gemacht. Außer wir wollen natürlich mehr Disketten machen, dann lohnt es sich noch mehr. So, wir haben das Gravitational Modulation Unit. Könnte man jetzt hierher gehen und unsere Rüstung, die momentan nur auf dem Slot ist, einbauen. Will nicht? Achso, ja, wir brauchen Energie. Der gute alte Energie. Gravitational Modulation Unit. Da ist es. Top. Und wenn wir die jetzt anziehen, ja gut, wir haben den Engineering an, ne? Ah, aber wir hören es, oder? Also klar, Sounds hin oder her, das ist ein cooles Geräusch. Und wenn ich mir vorstelle, das hören wir jedes... Achso, jedes Mal, wenn wir fliegen, ist das halt ein bisschen uncool. Dann packen wir jetzt hier rein. Ja, das ist nur Optik. Optik. Die Rüstung macht gar nichts. Wir haben die müssige Agriculture-Rüstung an. So, das ist ready. Jetzt brauchen wir nur noch die Q-Drives. Q-I-O-Drive. Wir brauchen zum einen dieses blaue. Genau, davon brauchen wir noch voll viele. Und das konnten wir letztes Mal nicht machen, weil wir davon nicht voll viele hatten. Check. Davon haben wir jetzt eins. Es ist alles relativ. Wahrscheinlich, weil... viel ist relativ. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, mach mir jetzt mal das super krasse. Also man muss dazu sagen, ah Mist, jetzt macht er ja vier Sachen, weil die nicht immer mit da waren. Man muss dazu sagen, das ist wirklich super krass, weil das sind, wie gesagt, 16 Milliarden Items waren es, glaube ich, ne? Unglaublich. Das wäre ein Speicher, der ist schon, das ist schon krass. Wenn ihr Bescheid wisst. Er baut jetzt hier fleißig. Dauert ein bisschen. Wir müssen halt davon jetzt 334 Atomic Alloys machen. Warte mal, wir können aber abbrechen. Weil wenn wir die jetzt bestellen, dann nimmt er zwei, die wir schon da haben. Dann braucht er weniger Zeit, ne? Und wenn wir jetzt Redstone nochmal ein bisschen nehmen hier und packen das hier in die Maschine. Wo ist es? Ah, da ist genug Redstone drin. Ah ja, okay, okay. Aber der macht trotzdem hier dieses... Ah, das macht er immer. Okay. Da fehlt nicht mehr viel. Wo ist es? Oh, ist die fertig, die QIO-Drive? QIO? Oh, wo ist sie? Wo ist die supermassive Diskette hin?
Ah, da unten. Okay, wird noch gebaut. Wird noch gebaut. Sind nur noch 68 da, ne? Warte, während wir warten, machen wir das. Ah, da brauchen wir auch wieder die Atomic-Dinger, ne? Atomic Alloys. Mach danach nochmal bitte neu 100. So, das doofe ist. Oh, doch, warte mal, reicht. Oh, und Control Circuits brauchen wir auch noch. Ich glaube, mehr von diesem Zeug haben wir auch nicht mehr, ne? Ein vor allen Dingen, sehr gut. Nochmal 10, bitte. Von den Antimatter Pellets, das ist wirklich das Maximum, was wir jetzt hatten. Und ein Steel Casing. Toll, jetzt muss ich das nochmal machen. Was fehlt denn jetzt? Es fehlt Steel. Oh Mann, ey, da fehlt jetzt alles. Steel. Ah, wir haben ja kein keine Steel-Pflanze gemacht, ne? Das ist echt gemein. So, craften wir mal ein bisschen. Die Drive müsste gleich fertig sein. Das Blöde ist, das war dumm. Der macht jetzt erstmal 400 Enriched Iron und dann 400 Stahl. Da ist es. Geht aber relativ fix. Wenn man mal ganz kurz in die Maschine guckt, hier, die mit Kohle versehen ist. Die ballert halt schon durch. Wenn das jetzt einmal durchgeballert ist, oder ich mache einmal so, dann macht er direkt Stahl. Dann machen wir Autosort on und dann ist der Rest auch drin. So, wir machen dieses Steel Casing. Und wir machen den. Ja, ich nenne den jetzt nicht nochmal. Der ist ein krasser Name. Jetzt, pass auf. Ist der fertig? Ne, immer noch nicht, ne? Doch. Ich glaube, die Diskette ist fertig. QIO. Die krasseste Diskette, die es in ganz Minecraft gibt. Im Großen und Ganzen. Muss man echt sagen. 16 Milliarden Items. Und da haben wir sie. Und damit ist Mechanism komplett abgeschlossen. Paralleles Universum detected. Achso, das ist auch wegen dem anderen Ding, ne? Ist Mechanism dann komplett abgeschlossen? Ja, da haben wir. Guck mal, da kommt nicht. Ich glaube, Mechanism ist noch nicht grün. Warum ist Mechanism nicht grün? Was fehlt? Irgendwo muss noch ein Block sein, der noch nicht abgehakt ist. Oder meine ich das nur? Und ich sehe es nicht. Gerade hier unten. Alles abgehakt. Die Sachen sind alle gehakt. Wo ist denn jetzt unser Problem hier? Hab's gefunden. Hier ist noch ein Reprocessed Fissile Fragment. Salz Plutonium Pellet. Also Salz. Okay, dann machen wir jetzt noch. Salz? Scheint einfach Salz zu sein, ne? Plutonium Pellets haben wir doch hier hinten. Warte mal eben die Dinger noch auf. Da haben wir das ja da drin. Kann ja sein. Nee, eine Flugsauber da drin, immerhin. Ah, warte mal, wo ist es? Wo ist unsere Maschine? Hier unten. Da passen jetzt 16 Millionen Items rein, ne? Unglaublich. 16 Milliarden, sorry dafür. Und es hat kein Strom. Es hat nichts. Man packt es einfach rein. Und man hat es auch wireless. Man kann nur nicht craften, glaube ich. Aber man hat so einen mega krassen Speicher einfach. Da war die Saw. So, warte mal, was wollen wir? Wir brauchen diese Pellets. Pellets waren hier unten. Dann brauchen wir Salt. Gibt es Salt? Haben wir Salt? 4 Stück, cool. Fissile Fragment, da ist es. In ein Chemical Injector Chamber. Ich hoffe, da reichen 4 Salz. Chemical Reaction Chamber. Haben wir nicht. Haben wir noch nie gebaut. Aber da muss ich sagen, die Quest ist echt geil, weil da wird nicht geschrieben, bau XY-Maschine, doch irgendwie schon. Aber hier im hinteren Bereich muss man einfach die Sachen bauen, um die halt. Also muss man selber gucken, wie man hinkommt. Und nicht einfach, mach die Flüssigkeit, mach die Flüssigkeit, mach die Flüssigkeit. Sondern hier ist wirklich so alles so ein bisschen, bau den Reaktor und guck, wie der hinkommt. Ist so ein bisschen besser, finde ich. Factory. Ach, Injection. Deswegen habe ich die schon, wahrscheinlich schon. Da ist sie. Injecting. Injecting. Ah, ja, genau, Peter. Wo haben wir denn Strom? Hier hinten. Strom ist da. Jetzt kommt Salz da rein. Ja, wir haben Hydrogenchlorid. Oh, da kam viel raus. Was war das denn jetzt? Wie kriegen wir denn Meersalz? Beziehungsweise, wir brauchen ja gar kein Meersalz. Wir müssen eigentlich nur das machen. Dafür brauchen wir Hydrogenchlorid. Hydrogen, das ist ja kein Ding. Also Hydrogen. Und was ist Chlorid? Sodium und Chlorin. Chlorin wird gemacht aus Liquid Chlorin. Wird aus Chlorin gemacht. Wird aus, Brine. Das Leben des Brine. Jetzt haben wir endlich ein Ding für Brine noch. Brine war hier, ne? Moin. Warte. Wir brauchen einen Tank. Brine ist nämlich flüssig. Gib mir dein Brine. Oh ja, da kommt einiges raus. Flüssiges Brine kommt da raus. Ich meine, normalerweise würde ich jetzt eine große Maschine aufbauen, aber ich möchte dieses Mechanism-Ding fertig haben. Und wie kriegen wir aus Brine Chlorid? Hier, Brine kommt in einen Elektrolyte-Separator. Der super Elektrolyte-Separator. Ich hoffe, er ist noch leer. Ist er nicht? Ich schmeiße jetzt weg die... Ah ne, weil wir können auch dumpen, ne? Bei denen kann man dumpen, das ist ganz geil. Bei allen möglichen anderen Maschinen geht es irgendwie nicht. Okay, wir bauen das mal unten mal auf. Weil ein bisschen brauchen wir doch noch. Da ist das. Hier ist noch Energie. Wir gehen jetzt hier dran, wo die Energie ist. Wir packen den Elektrolyte-Separator an diese Stelle. Der dampft auch gerade. Ach so, der lässt auch Wasser runter. Der dauert ja Stunden. Der dauert ja Stunden, Alter. Also machen wir einmal den hier. Gold Dust, Elektrolyte-Core. So, 11 Stück. Ja, die braucht man ja oft.
Davon auch mal zwei, zack. So, da kommt jetzt erstmal eine wunderschöne Pipe dran, an dieser Pipe. Packen wir jetzt unseren Fluid Tank dran. Machen hier unten auf raus. Geht da rein, es fehlt da Strom. So, da kommt das Chlorin raus. Wir brauchen jetzt Chlorin und Hydrogen in einen Chemical Infuser. Aber krass, ne? Und dann gucken wir gleich mal, was wir mit den Dingern machen können. Das ist ja mal mega heftig. So, Chemical Infuser. Da fällt mir ein, wir haben doch irgendwo Hydrogen, oder? Lass mal irgendwo dumpen. Hier, Hydrogen. Ah, wird gar nicht gedumpt. Oh, das ist ein weiter Weg, glaube ich. Tube. Chlorin werden wir behalten, das wird dann idlen und Chlorin wird dann hier rüber gepumpt mit einer Pipe. Kann sein, dass wir Chlorin noch gasförmig machen müssen. Liquid Chlorin wird zu Chlorin, aber das ist ja nicht Liquid Chlorin. Also passt das, glaube ich. Hydrogen Chlorin. Doch, eigentlich schon, ne? Chlorin wird mit Hydrogen zu Hydrogen Chlorin. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt hier nochmal wegmachen. Nehmen dort eine Tube. Chlorin ist drin, andere Seite kommt das Hydrogen. Überall fehlen auch noch Decken und so, ne? Aber dass das so wüst hier wird, hätte ich nicht gedacht. Das hat wahrscheinlich daran gelegen, dass wir das letztendlich nicht so oft gelivestreamt haben, wie geplant. Aus dem Grund, dass wir auch nicht mehr raus durften, weil unser Modpack ja nicht mehr funktioniert hat, gefühlt. Oh, scheiße, das war jetzt, glaube ich, falsch, ne? Ah, ne, ist richtig. Da kommt Ethylen raus. Ah, das wäre jetzt, glaube ich, dumm, ne? Ah, egal, machen wir später. Oh ja, da ist es. Hydrogenchlorin. Und da machen wir jetzt Folgendes dran, da kommt jetzt die Ultimate. Es kommt das letzte Bauteil für unsere Mechanism-Questline. Endlich! So, jetzt gucken wir, was man damit machen kann. Ah, wenn wir den wieder in den Chemical Oxidizer packen, haben wir Fissile Fuel. Das ist aber gemein, ne? Aber das Wichtigste ist doch einfach, dass wir Mechanism komplett abgeschlossen haben. Der Wahnsinn, muss man sagen, weil das waren echt viele Quests und ich bin auch froh drum, dass wir Mechanism gemacht haben. Es waren eben sehr, sehr viele Sachen, die ich auch noch nicht kannte, noch nie gemacht hatte, weil diesen Reaktor kann mich nicht daran erinnern, dass wir den jemals aufgebaut haben. Oder das hier. Wie viel ist denn mittlerweile wieder drin? Oh, 633 läuft. Aber läuft hier, ne? Guck mal. Der hat jetzt sogar immer mehr. Der hat auch. Also der läuft jetzt erstmal. Das ist schon geil. Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Projekt. Hau da rein. Tschüss. Link zur Map in der Videobeschreibung. Das war jetzt die letzte Folge. Tschüss.